Schalmei-Kapelle hat im Prinzip das Maibaum-Satzen eingeleitet. Die Feuerwehr ist auf dem Markt angekommen und der Maibaum wird in Kürze gesetzt werden. Ja, ich denke, es hatten alle mitbekommen. Wir hatten kleinere Probleme mit dem Loch, wo der Maibaum hineingekommen ist.
Okay, einen ganz großen Applaus an die Schalkei-Kapelle von Autobahn mal kurz. Und mir wurde gesagt, wenn die Schalkei-Kapelle aufhört mit Spielen, dann steht der Baum. Es wird aber noch daran gearbeitet. Wir haben 80 Lieder. Wie viele Lieder? 80. Naja, nee, dieses Jahr sieht es gut aus. Baum steht. So, die Seile müssen jetzt noch entfernt werden. Sollen wir noch kleben oder werden die Seile? Ja, mach doch. Sehr schön. Okay, dann sage ich nochmal ein offizielles schönen guten Abend. Habe ich vorhin schon getan, aber ich sage es jetzt nochmal, vielleicht kam noch jemand hinzu. Ich freue mich, dass ihr alle hier in Stolpen auf dem Markt sind zum heißesten Tag des Jahres, zum Maibaumsetzen. Ja, Maibaumsetzen, lange Tradition, nicht nur in Stolpen. Ich möchte es einfach mal mit erwähnen, in allen Ortsteilen von der Stadt Stolpen findet heute das Maibaumstellen statt. Also die Tradition wird nicht nur in Stolpen gelebt, sondern auch in den Ortsteilen. Dass ihr alle hier nach Stolpen gekommen seid und dass wir gemeinsam diese schöne, diese Tradition gemeinsam leben. Danke dafür. Thank you.
So, jetzt wird gleich der Ausmarsch beginnen. Ich würde Sie bitten, mit einem großen Applaus die Schalmeikapelle und die Feuerwehr von Stolpen zu verabschieden und damit ein großes Dankeschön sagen.